Piep. Warum macht immer das Piep-Piep am Anfang? Also ich dachte zuerst, wenn die Roboter dieses Piep-Piep machen, aber... Also ja, die machen auch ein Piep-Piep, aber die machen nicht dieses... Dok, dok, Piep, Piep. Egal. Einfach weitermachen. Du, da lang. Need more working... Ja, stimmt. Ich setze durchgehend neue... Türme brauche ich durchgehend auch neue davon. Bau 10 Stück. Währenddessen läuft das Fließband weiter. Zack, 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 zack. Ja, ich habe mehr als genug dabei. Das passt. Und die Basis ist im Osten sehen echt böse aus. Hier mal es am besten andersrum, von oben nach unten. Dum, dum, dum. Moment, das wird gekappt. Das sollte ja links gar nicht mehr verbunden sein. Das hier... Ist jetzt eine Sicherheitslücke. Riesensicherheitslücke. Das war alles weg. Macht ihr Roboter das mal alles weg? Obwohl, stopp, 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 nein. Wie mache ich das rückgängig? Mit Shift, okay. Das sollte ja gar nicht weg, fällt mir gerade ein. Ich wollte hier sowohl die Mauern als auch die Türme da lassen. Das ist okay. Dann bauen wir die. Da oben drauf. Dann passt das auch mit den Slots. Hoffentlich für eine Weile zumindest. So, 45 Stück. Gut. Und jetzt das Blueprint bitte dahin. Und hier so ein bisschen überlappen. Licht war in dem Blueprint auch mit drin, oder? Ja, da. Das heißt, es müsste auch bald hell hier werden. Das ist auch sehr gut. Dann fordere bitte mal privat ein paar Mauern an. Und mach das Fließband weiter. Jetzt habe ich ja einen Anhaltspunkt, wo es hinkommt später. Nicht da. Wenn die 300 Construction Bots da alles mal gesetzt haben. Und ist das mit Sniper-Munition auf der rechten Seite richtig? Gatling war auf der linken, also Sniper auf der rechten, also ist es richtig. Gut, 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 gut. So, habe ich noch ein Roboport gebaut? Nein, es fehlen rote Chips. Gut, schaue ich mir gleich an. Also das war Punkt 1 von den Sachen, die ich machen wollte. Einmal Munition komplett außenrum. Ist soweit in Ordnung. Das Setzen von Türmen... Kommen zwischendurch, ja, aber das wird dauern. Einfach weil wir nicht genug Türme haben und alles andere. Ah, warum kommt keine stinknormale Munition an? Habe ich das links vielleicht auch noch nicht gekappt? Also, ja doch, es kommt von links, aber es wird natürlich von allen anderen Türmen vorher aufgemüffelt, bis deren Stacks voll sind. Könnte also eine Weile dauern. Ja. Und ich nehme mal ganz kurz die... Warte. Die Innenmauer so ein bisschen raus, damit ich wenigstens die Außenmauer einmal hier zumachen kann. So. Um zumindest ein wenig Schutz zu gewährleisten. Hier kommen ja auch keine Mauerstücke an. Huh? Warning, enemy base detected. Das kleine Fisselding? Keine Ahnung. Aber die Radarschnecken sehen cool aus. Also diese wandernden Felder hier. Aber wie viel braucht man denn bitte schön für eine richtig ordentliche Abdeckung? Wahrscheinlich bräuchte man dafür diese besseren. Egal, ich hätte gerne hier einmal so ein und so. Wow, ich will gar keine Fließbänder mehr. Geh weg. Achso, und die wollte ich ja auch mal testen. Die werden jetzt alle ins Logistiksystem gebracht. Sehr gut. So, ich denke, zwei Stacks reichen vorerst. Gut, 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 gut. Pumpjacks. Ich hätte gerne Pumpjacks. Die brauchen Stahl. Okay. Neuer Auftrag. Kurz stehen bleiben, dass die Roboter mich strippen können.
So. Dann Stahl holen und grüne Chips und rote Chips einmal auffüllen und gucken, wie es läuft. Kupferflakes stauen sich, das ist nicht gut. Haben wir denn wenigstens inzwischen genug Kupfer im System? Nö. Sowohl Kupfer als auch Eisen sind weiterhin auf dem Weg nach unten. Ärgerlich. Aber gut. Was sagst du? Du hast 200 Rote. Mach daraus mal lieber 500 Rote. Bevor ich da irgendwie anfange, was zu forschen, hätte ich gerne richtig großen Puffer an roten Tränken. Weil die Hardcore-Forschung braucht irre viel Rot. So, ich wollte hier ein Stack Grüne. Und Rote. So, ein Stack Rote. Ist voll? Nö, auch nicht. Alle fleißig am Wuseln hier. Oh, Skynet. Skynet ist inzwischen bei 500 Robotern. Ich denke, ich pausiere das mal. Weil 500 sollten eigentlich für eine Weile reichen. Und dadurch verbrauche ich jetzt wesentlich weniger Rotchips, wodurch das Ganze hoffentlich einigermaßen in Balance kommt. So, dann gehen wir mal, wo ich gerade hier oben bin. Die da. So. Gut, 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 gut. Erbchen habe ich auch noch genug. Das kann alles soweit so bleiben. Ich gucke mal kurz in die Forschung rein. Du? Nein. Ist irgendwo der Flammenwerfer mit bei? Laser Turret Damage. Rocket Damage. PS 160. PS 3000. Was? Achso, sind die Plasma-Sachen, kann das sein? Geh mal Plasma. Plasma Ammo. Plasma Scorcher. Plasma Rifle. Plasma Blaster. Nee. Flamethrower, nein. RP. Was ist eine PS? Was ist das Sniper? Das war eine MK. Das ist komisch. PS 40 Damage Bonus. Türme sind auch nicht so, ne? Ja, es wäre einfach richtig direkt gucken. Nö, nix PS-artiges. Pulse Rifle, Pulse Sniper, PS? Keine Ahnung. Mauofu. Mauern werden Oma angegriffen bei der Anlage. Und ich habe ein bisschen Gatling-Munition dabei, das ist gut. Weil ich müsste da echt mal auffüllen. Und ein Drill wird zerstört. Nein, die sind durch. Das ging zu schnell. Ah, das ging zu schnell. Blätter. Okay, ein Drill verloren und die Türme wurden weggeschossen. Ja, gut. Da. So. Hat sie lange gehalten hier alle so? Rübst einmal kurz reparieren, dann können die auch weiterarbeiten. So, Problem ist halt, dass die Trillisten drüber schießen können. Ich bräuchte eigentlich noch einen davon. So, dich dahin. Muni. Genau. Und dann das Beste hoffen. Du nochmal das da reparieren. So, gib mir mal das. Mach daraus einen Satz komplett die. Den Rest nehme ich regulär mit, um daraus Mauern zu machen. Blub, blub. Nein. So. Besser. Also, das abliefern. Dann wollte ich immer noch Stahl holen. Das war ja der eigentliche Plan gewesen. Stahl holen, rote Chips und dann ne, wieder runter. Hätte ich hier irgendwo eine lila Kiste hingebappt, oder? Egal, tu es direkt hier rein. Zack. Schön. So, Stahl. Nicht ablenken lassen.
da ganz unten. Viel zu weit weg. Hier kommt auch nicht wirklich viel Kohle an von da drüben. Das muss ich mal gleich mal angucken. Oh. Ach so, weil die Roboter alles von links zuerst abholen. Das heißt, die hier rechts sind alle ganz voll, genau. Bau bitte Roboports 2 Stück. So, soll das noch an Stahl reichen. Roboports 2 Stück, genau. Dann Electric Poles. Dafür werde ich wahrscheinlich noch mehr Kupfer brauchen. Das schnappe ich mir direkt hier weg, weil oben die Kisten zu plündern ist sinnlos. Die sind immer leer. So. Kupfer hätte ich jetzt auch wieder ein bisschen, das ist gut. Poles habe ich 20, das reicht vorerst. Schnellere Fließbünde kann ich ein paar machen, ja. Na gut, jetzt mal nach der Kohle. Weil hier oben waren eigentlich sehr viele Kohlefelder. Ich glaube, die habe ich noch nicht komplett ausgenutzt. Oh, bau gleichzeitig auch mal ein paar davon. Ja, hier geht noch einiges. Sehr gut. Kannst mal weg. Du auch. Und hier, da haben wir ein Erschießungskommando. Hier noch nicht, ne? Na, mach hier noch mal einen hier. Da. Hier. So. Um die Kohle zu sichern. Gut, dann bau die neuen Drills mal dahin. So. Dahin. So. Mehr Drills. Gut. Dahin. Und, da. Mehr. Da steht er weg. Da. Da kann er lang. Okay. So. Und dich dann da anschließen. Warte. Pronounce-Blitter. So läuft das nämlich nicht besonders gut. Weil sich alles auf einer Seite staut. So, ist besser. Nein. So. Jetzt müsste alles da schön raufsortiert werden. Jo, super. Okay, also es kommt jetzt ordentlich Kohle. Dadurch müssten sowohl die alle, als auch die von der Anlage unten ordentlich versorgt werden. Und das Kohlefeld ist irgendwann weg. Währenddessen werden die Fuel-Block-Kisten komplett gefüllt. Damit ich da einen Puffer aufbauen kann. Ein Puffer, den ich später im Idealfall nicht brauchen werde, sobald die Pumpjacks da unten alle angeschlossen sind. Was mich daran erinnert, mehr Pumpjacks zu bauen. So. Und ich brauche Zahnräder und direkt Eisenplatten brauche ich. Als nächstes. Was war hier mit dem Plastik? Das sollte alles mal eingesammelt werden, in eine Kiste geschmissen. Tu das mal da rein und bau mal eine Linie. Kann ich das irgendwie priorisieren? Ah, keine 24. Ich hätte gern was gebaut und es soll am Anfang der Quakeway auftauchen und nicht ganz hinten. Okay, nehmen wir auch die da. Ding. So, das bitte alles leer machen. Das muss alles schneller. Das muss alles schneller gemacht werden hier. Das wird teuer. Ja. Sehr teuer. Oh. Okay. Definitiv viel mehr Eisen und Kupfer und Zahnräder und Rohre und alles andere auch. Okay, Kupfer habe ich fast genug, aber Eisen. Ich laufe ein bisschen weiter oben rum und schnapp dir nur das Eisen. Nom. Oder nimmst du einfach hier aus der Kiste. So. Zahnräder. Da hinten.
Angriff. Unten rechts vier Türme schießen ist nicht viel, aber reicht hoffentlich. Die kommen wieder alle mit. Rest ist auch... Ja, ein paar Grüne können wir noch gebrauchen. Ach so. Gut. Hab ich... Wo ist die Forschungsanlage für die Raumschiffsache? Da. Hat sich doch einiges hier verändert. Das habe ich gar nicht wiedererkannt auf den ersten Blick. Dass hier das Raumschiff war und hier war überall Wasser und anderes Gedöns. Und hast 500 drin. Krass. Ein Turm schießt. Ja, ich komme ja schon. Aber vorher forsch mal das da. Ja. Keine Ahnung, was genau es für mich bringt. Ich denke, das wird nur für die konventionellen Waffen sein. Vielleicht auch für die Türme. Na, mach einmal. Dumm. Forschung tickt ganz gut durch. Alles schick. So, bau davon ganz viele. Die Horte reparieren gegen an, das ist gut. Genau, wenn ich komme, wird das letzte vier schossen. Warum schießt er da auf die Sapsche? Was? Oh, was bist du? Du bist ein Roach. Der keinen Schaden nimmt. Was zur Hölle? Das ist ein komisches Ding. Ah, und hier wurde auch was zerstört, was nicht wieder aufgebaut wurde. Oh, falsche Seite. So, repariere mal hier bitte weiter, weil ich weiß noch nicht, ob wir komplette Abdeckung hier haben. Zip. Ja, ein Pol wurde auch zerstört. Da. Ja, nicht so schön. Bau mal ein... Ja, keine Abdeckung. Bau dich... Dahin. Hast du da Strom? Sehr gut. Dann die Ecke wird problematisch. Na, wohl geht. So. Nächster Angriff überall. 63 Türme schießen. Gut. Das kann ich, glaube ich, erstmal ignorieren. So lange, bis dann mehr Explosionszeichen auftauchen. Dim. Runter, so. Wir sollten also jetzt untenrum komplette Abdeckung haben, zumindest um die Türme aufzubauen und die Sachen regelmäßig zu reparieren. Ich setze schon mal von Hand ein paar von den Poles, damit ich mich hier dran... Mist. Das Fließband ist falsch, oder? Nee, ich muss mich irgendwo verbaut haben. Mist. Wo? Hier. Ganz am Anfang. Nein! Bauen wir hier eine gelbe Kiste hin. Ach ja. Sollte jetzt alles schön da eingelagert werden. Okay. Blueprint. Richtig setzen. Richtig setzen. Und richtig setzen. Ja, das ist besser. Dann ist nämlich hier der Pfosten. Und ich kann von hier aus das so weitersetzen. Und hier das Turret Blueprint ordentlich benutzen. Aber ne, nicht so viel auf einmal, sonst gibt es hier wieder Probleme. Ich glaube, ich habe nicht genug Pfosten oben in der Kiste. Oder die Roboter brauchen zu lange, es hier runterzubringen. Na, ist okay. So. Ein Blueprint setze ich noch, damit ich hier weiß, wie es aussieht. Zing. Und das dazwischen kann ich von Hand machen.